Ah, jetzt habe ich die Karte aber von eben nicht nur genommen. Scheiße. Ah, kacke. So, und dann noch ein Fass. Okay, das sieht... Dieses Face. Nehmen wir mit. So, meine lieben Zuschauer, ein herzliches Willkommen zu einem Pack-Opening von Gwent. Ja. Ich verfolge dieses Kartenspiel eigentlich schon, seitdem es draußen ist. Hab leider viel zu wenig bei dem Spiel gespielt bisher, aber immer fleißig Fässer gesammelt, also quasi Packs. Und die werden wir jetzt aufmachen. Ich habe von Gwent ein bisschen Ahnung, aber wenn ich jetzt irgendwas ultra krass, super mega krass ultra seltenes finde, kann sein, dass ich das gar nicht checke. Also von daher, let's go, ich hab Bock. Wir gehen jetzt direkt auf die Fässer. Ich glaube aber, ich werde nicht alle 51 aufmachen, weil das wäre dann doch ein bisschen lang. Wir machen Schlagschmetter! Diggi, du, was geht mit dir? Okay. Wir machen mal eins auf. Komm her. Was passiert denn hier? Okay, das ist schon mal anders wie bei Yu-Gi-Oh! Hier muss ich jede Karte einzeln anklicken. Oder kann ich Enter drücken? Nee. Okay. Ich muss hier jede einzelne Karte anklicken. Dann machen wir das doch mal hier. Die habe ich schon mal. Den Zwergensöldner. Die Waldflüsterin. Oh, kacke, das wollte ich nicht. Ah, das können wir doch natürlich auch so machen. Ich drücke hier einfach in der Mitte drauf, dann gehen hier die auf. Ja, perfekt. So, welche habe ich denn neu? Den Menschenfresser Gartenpflanze. Das ist halt geil. Was ich bei dem Spiel ultra geil finde, ist, du hast ja hier diese, oder man hat ja hier diese ganzen Effekte. Quasi Einsatz, Nahkampf, Verzehre, Einsatz, Fernkampf, Durchdringe. Und es steht hier rechts einfach als Erklärung. Das ist so geil. Das ist so praktisch, dass hier einfach alles nochmal erklärt ist. Und das waren übrigens, man sieht die Seltenheit an diesen farbigen Eckpenöpels, Dreiecken, Steinchen. Wir nennen es Steinchen. So, und dann haben wir hier auch eine seltene. Wie er schon sagt, seltene. So, die habe ich eigentlich alle schon einmal. Gut, dann nehmen wir hier den Atrion. Ich mag. Nee, nehmen wir hier den. So, dann haben wir. Nächstes Fass. Und ich habe hier noch ein bisschen Kaffee. Das ist ganz wichtig. So. Schaut's hier aus. Toxikologe. Ah, die sehen. Also, das Artdesign von den Karten ist auch sehr schön. Aber die sind alle sehr. Das sind normale Karten. Oder? Oder sind das. Ist das. Steht hier leider nicht. Man hat hier einfach nur diese Farbe. Okay. Was geht dir hier so beim Seltenen? Okay, das waren definitiv normale Karten. Bei Blau erkennst du. So. Den Urihet-Saboteur haben wir und Barbegazzi. Keine Ahnung, sind Monster. Beziehungsweise Insektoiden. Ja, nice. Und dann haben wir hier den ewiges Feuerpriester. Den habe ich noch nicht. Deswegen nehme ich den jetzt. Bei mir ist es meistens so, ich nehme immer Karten, die ich halt einfach noch nicht habe. Und dann, wenn ich irgendwann alle Karten habe, was hoffentlich der Fall sein wird, dann kann man ja selektieren. So, nächstes. Oh, das O. Hier haben wir aber eine was mir wird das hier unterschieden? Normal, selten, können wir das ultra selten nennen? Nennt es einfach ultra selten und das ist, dann gibt es noch legendär. Genau, was haben wir denn hier? Vierer Schaden, Schild. Schild? Moment, was ist denn jetzt Schild? Statuseffekt, der den nächsten Schaden dieser Einheit zugefügt wird, abblockt. Oh, praktisch. Übrigens nicht, das sind hier die Verteidigung. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. So, dann lassen wir hier den Rest aufmachen. Ah ja, doch. Ja. Geil. So, die hatte ich eigentlich alle schon mal. Außer den hier. Und was haben wir hier? Seltenig! Natürlich. Ewiges Feuer. Eben den ewigen Feuerpriester. Und jetzt ist es Schüler oder was? Da kommt mit den Scheiß. Nächstes Fass. Die ist auch eigentlich echt gut. Die hat mir schon oft den Arsch gerettet tatsächlich. Aber die habe ich... Oh, hier, den Fallmacher. Verbessere diese Karte pro verdeckter verbündete Falle um 3. Oh! Sollte man sich merken. So, und dann haben wir hier den Diakon der ewigen Eklipse. Oh. Jo. Nehmen wir mit. Hab ich Bock. Weiter geht's. Schlag Bambay. Fass jetzt.
klein. Ja, okay, ich habe hier... Gott, ist das ein Eichenwesen? Ist das goldig? Guck dir das an. Gott, ist das eine liebliche Karte. Süß. Übrigens, hier diese Zahl, jetzt fällt es mir wieder ein. Man hat bei dem Deck erstellen eine gewisse Anzahl, die man als Zahl in das Deck packen kann. Und ich glaube 30 oder 50, ich weiß es gerade wirklich nicht. Und je nachdem, welche Karte man nimmt, addiert sich natürlich dieser Wert. Und dann kann es mal sein, dass du, keine Ahnung, 20 Karten in deinem Deck hast oder mal 25. Also grob überschlagen, ich weiß die Zahlen jetzt gerade nicht, aber dafür ist der Wert, soweit ich weiß, da. Glaube ich zumindest. Ich habe lang kein Quid mehr gespielt. So, was haben wir hier? Wogenmäntelplünderer. Oh. Oh, der hat aber ganz schön auf die Fresse gekriegt. Alter, was ein Schla... Oh, ist das arschig. Könnt ihr doch nicht machen, Jungs. Komm, die nehme ich auch. So, dann nehmen wir doch direkt das nächste Fass. Ich hätte gerne mal eine legendäre Karte. Hier, Meister der Tarnung. Verbessere diese Einheit am Ende jedes Zugs, verbündeten Zugs um 1, wenn eine blockierte gegnerische Einheit auf dem Schlachtfeld... Was ist denn nochmal blockieren? Fähigkeit einer Einheit mit dem Statuseffekt. Ah ja, okay. Ja, cool. Mutantenhunde sind eigentlich kaiserliche Flotte. Oh, die sieht aus wie Sensor von dem Xbox-Spiel halt. Komm, ich nehme die Mutantenhunde. Hier, legendär und ultra selten ist auch echt schwierig, ne? Was haben wir hier, den Turnierteilnehmer? Ja. Ja. Ach, hier wilde Jagd, definitiv. Nehmen wir mit. Was haben wir denn für Einsatz? Verschiebe eine gegnerische Einheit in die andere Reihe. Wenn diese Reihe von Frost betroffen ist, füge dem Ziel 2 Schaden zu. Boah, taktisch extrem geil. Danke für nix. Ach, kriege ich die jetzt nicht? Boah, das wäre jetzt scheiße. Ja, komm, machen wir weiter. Ja. Ah. Jetzt aber. Okay, da hat es mir gespeichert. Sehr gut. Oh. Ja, die habe ich aber auch schon. Ich habe ganz schön viele Karten tatsächlich. Also, jetzt wirklich. Ich habe wirklich schon viele Karten. Fällt mir gerade mal auf. Oder... Das ist einfach nur von diesem Stand. Das sind ja, glaube ich, die Standardfässer oder Kartenpacks. Komm, den nehmen wir mit. Nächstes Fass. Oh, beschichtete Waffe. Oh, das Art-Design gefällt mir. Das sieht schon sehr cool aus. Vor allem auch mit diesen Verzierungen. Füge einer gegnerischen Einheit 5 Schaden zu. Todesstoß, wenn es sich dabei nicht um eine Marke gehandelt hat, verbanne sie und generiere eine einfache Kopie davon oben auf dem gegnerischen Deck. Ah, okay. Oh, jetzt habe ich aber Qual der Wahl. Den Aufreiser. Ja, sieht schon eklig aus, das Ding, gell? Sieht schon irgendwie... Bah! Zerstöre eine verbündete Einheit, dann generiere einen Kikimori-Krieger in dieser Reihe. Das ist jetzt der Kikimori-Krieger. Ja, das wird mir nicht angezeigt. Ja gut, dann nehmen wir die auch nicht. Komm, gehen wir zurück. Nehmen wir hier die. So, wie viele Fässer habe ich denn noch? Komm, wir machen mal bis zum 40. runter. Bam. Ja, schon wieder. Oh, wilde Jagddiener. Die habe ich so in dem Hauptspiel gehasst. So Drecksviecher. Und hier wieder den... Ah, guck mal, den Pirscher. Ja, dann nehmen wir den doch gerade mit. Ah, jetzt habe ich die Karte aber von eben nicht nur genommen. Scheiße. Ah, kacke. So, und dann noch ein Fass. Okay, das sieht... Dieses Face. Nehmen wir mit. So, was haben wir hier? Kleines Vögelchen. Ah ja. Okay, da haben wir Einstein. Ist mir neu, dass Einstein bei Gwent dabei ist, beziehungsweise Witcher. Der sieht aus wie Rittersporn. So, ja, dich nehmen wir mit. Oh. Ach krass, ich dachte, das wäre ein Kopf. Ich dachte, da wird jetzt einfach nur der Kopf irgendwie so an den Gestänge hängen. Hoppala. So, dann gehen wir einmal zurück und dann gucken wir mal, was wir noch für Fässer haben. Was ist das denn? Nilfgaard-Fass? Monster-Fass?
Nördliche Königreiche-Fass. Was haben wir hier? Uroboros-Fass. Ja, gut. Uroboros hatte ich, glaube ich, bisher noch gar nicht. Machen wir mal auf. Ja, wie ihr seht, die sind recht neu. Aber den habe ich doch auch eben schon in den normalen Fass gezogen, okay? Kaiserliche Flotte hat mir eben Sesam, öffne dich. Ja, komm. Nur allein deswegen. Das ist schon schön. So, und dann machen wir noch das nächste Fass auf. Es geht hier so. Endlich mal. Episch heißt es übrigens. Nicht legend, also nicht ultra selten, sondern episch. Danke. Ogerkrieger. Alter, der sieht auch gefährlich aus. Verbessere diese Karte pro verbündeter Einheit mit mindestens 10 Stärke um 2. Feuer frei. Voll geil. Oh, Gezeitenherr. Oh. Ja, komm. Die habe ich noch nicht. Hier, gut, dass ich sie eben nicht genommen habe, die kaiserliche Flotte. Habe ich die eben genommen? Weil jetzt ist sie nämlich da. Jetzt ist sie nämlich, doch, die habe ich eben genommen als Monsterauswahl. So. Was ist das denn hier? Ultimatives Fass. Komm, wir machen bis 30 machen wir runter. Ja, die... Ey, ganz ehrlich. Experimenteller Antidot. Taktik. Spiele eine Bronzeeinheit aus dem gegnerischen Friedhof aus. Oh, das ist cool. Bärenhexe-Adept. Es gibt auch... ich habe beispielsweise Geralt, habe ich, und der bewegt sich sogar. Das heißt, der ist nicht nur legendär, sondern auch... Weiß ich, muss es euch mal zeigen, wenn wir gleich mal da fertig sind. So, aber hier, ganz ehrlich, das ist... dann nehmen wir hier den Nausicaa-Brigade. Die habe ich, wie gesagt, auch schon. So, von dem Rareness-Faktor hält sich das auch echt in Grenzen, oder? Ja, gut, jetzt wird es ein bisschen... Doppler. Der sieht auch gefährlich aus. Was haben wir hier? Ich räuche jetzt sie aus. Krass. Ja, also. Oh, das sieht auch schon cool aus. Guck dir das an, wie Schloss Hogwarts. Spiel eine Bronzeseite aus deiner Hand aus und ziehe dann eine Karte. Das ist auch gut. Torque. Und dann hier Kolgrim Hexer. Ja, komm, wir nehmen den Hexer. Das ist die Chimäre. Das meine ich mit bewegen. Nicht jede Karte bewegt sich. Total cool. Ja, die würde ich nämlich direkt mitnehmen. Ohne Scheiß. Das ist halt richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob das bei jeder Karte funktioniert. Wenn ja, wäre das ziemlich geil. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob das bei jeder Karte funktionieren könnte. Saugeil. Mega cool. Sowas feiere ich. Endlich wieder episch. Komm, was haben wir hier? Fein. Oh. Ich würde es ja gerne aussprechen, ich kann es aber nicht aussprechen. Myrktabracke. Aha. Erblinde. Das sieht auch Mamuna. Harald Gord. Zwerg- und Kronenspalter. Komm, wir nehmen hier. Ich gehe oft auf Monsterdecks tatsächlich. Nochmal episch. Saugeil. Alter, Foliant des Nekromanten. Das sieht aus wie das Necronomicon. What the fuck? Okay, krass. Das nehmen wir auf jeden Fall. Einfach, weil ich ein riesen Fan von der Serie Ash vs. Evil Dead bin. Krass. Ja, schade. Aber hier, guck mal, die hat mir auch noch nicht. Teufelsbubist. Eine Bombe und dann hier plötzliche Evolution organisch. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? E-Kit. Generiert 3 Drohnen. Das meine ich. Das seht ihr, diese Erklärung ist halt voll geil. Insektoid generiere 3 Drohnen in der Reihe der verbesserten Einheit. Hier, Drohne. Oder Okrid. Bestie, Necker. Da, Okrid. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja. So. Dann noch einmal. Ja, okay, jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Nehmen wir ihn. So, und dann das letzte Fass. Ja, komm, was haben wir hier? Hysterie.
Und hier den Korsaker Pirat. Oh, das sieht schon sehr fies aus. Setze ein Kopfgeld auf eine gegnerische Einheit aus und füge ihr 3 Schaden zu. Hat sie bereits ein Kopfgeld, füge ihr stattdessen 6 zu. Während hat das Wasserloch vergiftet mit Innereien. Stimmt, da gibt es ja auch immer... Ich hab mich verklickt. Scheiße. Ach, Kacke. Und die hatte ich schon. Die habe ich jetzt 3-mal. Okay. Das soll's mit dem Pack-Opening gewesen sein. Meine Fresse. Scheiße. So dumm. Ja, ich war sehr dumm. Ja, ja, ja. Ereignis. Was haben wir denn hier noch? Hier gibt's beim Ereignis Packs. Ah ja, was kriege ich denn für 5? Ich habe 5 Tannenzapfen. Nix. Nix Großes. Okay, ja, scheiß drauf. Ich gehe nochmal zurück. Ich will euch eigentlich nur nochmal diese Karte von, die Einzelspieler. Oh, das ist aber nicht mehr, das kostet aber nicht mehr viel. Thronebreaker, krass. Crazy. Nicht schlecht. So. Ja, will ich jetzt aber gar nicht, ich will ja jetzt gar nicht drauf, warum ist denn? Können wir mal zurück? Ja, danke. Zwar, wo ist der Deck-Editor? Deck-Schmiede. Wo ist mein Geralt? Ja, wunderbar. Hier, das meine ich, dass die sich so bewegen, das sieht so geil aus. Ich habe den Geralt, hä, ich habe den Geralt aber doch auch in Bewegung gehabt. Sie verarschen? Wo ist denn jetzt hier Kartentyp? Kann ich hier die Filter auch wegmachen? Filter zurücksetzen, danke. Nix neu. Ja, kacke. Komm, Filter zurücksetzen. Was haben wir denn jetzt hier? Und... Besitz. Im Besitz. So. Und das war die... Ach, Quatsch. Ich krieg's gerade nicht geschissen, gell? Alle. Premium-Karten, das will ich gar nicht. Kartensatz. Ich finde doch gerade die legendäre Scheiße hier nicht, gell? Bin ich bescheuert? Okay. Machen wir mal Gold. Warum ist denn... Ich will euch doch nur Geralt zeigen. Wo ist er? Geralt. Hier, Premium-Karten. Premium. So, wo ist er, der Geralt? Also wenn ihr ihn gefunden habt, finde ich es gut. Kann ich hier nicht... Danke. Oh, tatsächlich, ich dachte, ich hätte den. Machen wir mal hier nochmal zurück, Geralt. Crazy, ich dachte, den hätte ich. Krass. Ich habe wirklich gedacht, den hätte ich. Dann ist das wohl irgendwie draufgegangen. Hm, blöd. Na gut, egal, sei es drum. Ja, meine lieben Zugucker, ich krieg's mit dem Deck-Editor auch gerade nicht hin. Von daher, wahrscheinlich übersehe ich auch irgendwas. Ist ja auch egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache jetzt hier einen Schnitt, auch wenn das mit der Deckschmiede gerade noch ein absoluter Fail war. Vielen Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und habt einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein.